Moin Leute, ich grüße euch zurück zu einer weiteren Part unseres Let's Play Sly 3, Episode Nummer 16. Wir hatten beim letzten Mal hier unseren Hangar ein bisschen beschützen müssen. Und während ich hier gerade rede, sehe ich da vorne ein Vieh mit gut Loot. Und zwar kriegen wir eine goldene Taschenuhr für, ja, wahrscheinlich irgendwas 100. War nicht irgendwie was, das Gegner explodieren? Wow! Das ist ja auch cool. Oh. Nett. Okay. Ja, ich wollte einfach mal ein bisschen experimentieren. Hat nicht so funktioniert. Problem ist, dass Bentley's, Mary sehr langsam ist. Ich hätte gerne mal etwas Ruhe. Habe ich jetzt eigentlich mit ihm noch irgendwas zu machen? Nein, als nächstes ist Sly dran. Team Belgien ist jetzt als nächstes dran, okay. So, ich werde weiterhin Geld farmen. Nach wie vor. Oh, Lebensenergie, das brauchen wir jetzt gerade richtig dringend. Nicht, dass es gleich so schnell wieder nach oben geht. So. Dann gönnen wir uns noch ein bisschen Cash. Muss ich lang da hoch? Oder? Ja. Perfekt. So. Dann ist als nächstes Sly wieder dran. Und wir gönnen uns Fertigkeiten, dass man wieder ein bisschen antrainieren muss. So. Danke für die Gratiskrone. So, welche Richtung läufst du? Alles klar. So, du hast nichts in der Tasche. Dann weg mit dir. Oh, richtig viel Kohle. Ja, guck, wir haben schon wieder 3000. So schnell kann das manchmal gehen. So, wir müssen jetzt irgendwie da hoch. Deswegen... Oh. Okay. Weg mit dir. Gut, wir machen die nächste Mission. Let's go. Er bringt die Glückseiskulptur des isländischen Teams für das Halbfinale. Ich habe dem Fahrer eine falsche Route gegeben, damit er ein paar Stunden im Kreis fährt. Mary? Du musst in den LKW gelangen, die Skulptur stehlen und etwas dalassen, das den Verdacht auf das belgische Team lenkt. Guter Plan. Wenn die Isländer glauben, die Belgier hätten ihre Eisklumpen geklaut, werden sie nicht auf mich schießen. Aufgepasst. Das ist der Plan. Jetzt müssen wir zuerst eins der Goldmonogramm-Taschentücher des belgischen Teams stehlen. Murray wird einen dieser öden, sauertöpfigen Belgier zum Lachen bringen. Dann komme ich und schnapp mir das Taschentuch. In den LKW zu gelangen, wäre doch was für den Guru. Er könnte mit den Köpfen der Wachen die Hintertüren einschlagen. Gute Idee. Ich bringe ihn in Position. Okay. Das heißt Monogramm, nicht Hologramm. Okay, ich hatte mich, als ich die Untertitel für die letzten Episoden gemacht habe, immer Hologramm, glaube ich, geschrieben. Hört sich auch ziemlich gleich an. Murray, du musst einen Piloten aus dem belgischen Team so zum Lachen bringen, dass Bentley ihn berauben kann. Ein harter Brocken, Kumpel. Diese Kerle sind bierernst. Wenn sie merken, dass sie beklaut werden, fliegen wir aus dem Asse-Wettkampf. Cool, und ich darf nicht schlagen. Na gut, so, wo muss ich denn dafür hin? Ah, direkt da in die Mitte. Let's go. Hallo, grüß dich. Hallo, belgischer Pilot. Stehst du auf Comedy? Ein Lächeln würde Mr. Grimmig gut stehen. Was meinst du? Was willst du von mir? Ich muss diesen Miesepeter zum Lachen bringen. Vielleicht versuche ich...
Historischer Humor, eine Imitation, politisch... Oh, das letzte ist bitter. Imitation, weiß ich nicht, historisch kann auch schwierig sein. Es ist alles schwierig. Ich drücke jetzt einfach alle Tasten gleichzeitig. Was aß Genghis Khan am liebsten? Das Hirn seiner Feinde. Raffst du's? Ich meine, es ist zwar eher seltsam und eklig als lustig, aber gib's zu, es ist echt seltsam. Ja, okay. Intellektuellen Humor. Diese Münze kommt mir spanisch vor. Schnallst du's? Ja, die spanische Münze. Ja, ja. Das ist voll witzig, weil die Münze tatsächlich aus Spanien ist. Na komm schon. Das ist echt komisch. Da blickt du auch nicht? Physikalischen Humor? Oh. Schon mal jemand gesehen, der sich die Faust in den Hals schiebt? Was war das denn für ein Gelache? Okay, Bentley, los geht's. Schnapp dir das Ding, während der Belgier lacht. Sonst merkt er, dass du nach dem Taschentuch suchst. Oh, Mann. Was ist mit den anderen Leuten? Kriegen die dann gar nichts mit? Ich meine, ich habe so einen riesen Magnet. Das sieht man doch aus der Ferne. Also bitte. Also bitte. Gut gemacht. Trefft mich draußen mit der Ware. Jetzt ist der Guru dran. Ja, kein Kommentar dazu. Keine Ahnung. Irgendwie seltsam. Aber ist okay, ist okay. Bentley ist mit dem Taschentuch zu mir unterwegs. Aber wir können die Eiskultur nicht klauen, wenn wir nicht in den LKW reinkommen. Habe ich das haben? Hast recht. Die Hintertür müsste die Schwachstelle sein. Habe den Hubert. Klar. Was sollten die Wachen auch dagegen haben, wenn man mit ihren Köpfen Türen einschlägt? Habe der wir nie. Ja. Bentley hat einen Wegpunkt auf dem LKW angebracht. Praktisch, das Ding fährt nämlich echt schnell. Okay. Lenke Wachen und lass sie in den Laster laufen. Okay. So, welche Richtung? Okay. Hey! Hoch mit Tierchens. Wow. Okay. Ist okay. Ist okay. Das kam jetzt irgendwie unerwartet. Aber mich nervt, dass ich mit ihnen nicht wirklich angreifen kann. So, jetzt brauche ich erstmal wieder irgendwie Viechzeug. So. So, wo ist er? Wo ist er? Ich glaube, ich muss von hinten rein, richtig? So, jetzt genau in meine Richtung gucken. So, das heißt, wir müssen jetzt diesen komischen Laster die ganze Zeit hinterher rennen. Oh, wow. Und tschüss. Geht jetzt irgendwo baden. Das ist so seltsam, mit ihm zu spielen. Hä? Das war wieder seltsam. Was ist jetzt hier? Bombergel. Fromage. Käse. Ist er in Belgien? Nee, nicht in Belgien, in Niederlande. Niederländische Käse? Ach komm. Das war unnötig. So, genau, jetzt hier kommt diese doofe Grube hier. Ich warte erstmal ein bisschen. Und let's go. Nein!
Warum? Okay. Und nochmal. Zu schön war. Ach komm, ey, das Ding hat er doch berührt. Boah, es ist. Okay. Das ist schwer. Also mit dem Guru zu spielen, wenn er nichts anderes groß machen kann, als sich zu verwandeln oder diese Kontrolle, das ist. Wie ist denn das passiert? Oh, geht doch. Der LKW hat gerade seine automatische Verteidigung aktiviert. Beim nächsten Angriff musst du aufpassen. Könnte heikel werden. Ja, ich merke schon. So, ich brauche jetzt erstmal einen neuen Vieh hier. Da oben? Aber weiß ich nicht, ob ich rankomme. Ach komm, ein Ass! So, der ist jetzt irgendwo da vorne. Wow! Yikes! Ich will gerade ausweichen. Wie soll ich das denn machen, wenn es nicht vor meiner Nase passiert? Oh, ist das unangenehm. Wo ist er jetzt? Hä? Ach komm! Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz! Okay, also die Steuerung ist ein Witz hier, echt. Hey, wo kommst du denn so viel mehr her? Wo ist jetzt der Fahrer? Da vorne. Hä? Das ist so seltsam. Aber was ist denn hier jetzt los? Hau ab! Okay. Das Ganze nochmal. Es ist ein Geduldsspiel gerade. Ah, es ist sehr unangenehm. Wie? Das hat jetzt nicht gelangt. Lass mir mal jetzt schon wieder einer erklären hier. Das geht doch gar nicht. Hallo, Gegner. Da ist ein Gegner. Ich bin doch drüber weggesprungen, Mann. Wie groß sind die Sprünge, bitte? Also, das ist doch echt ein schlechter Scherz hier. Super jankige Steuerung. Problem ist nur, es funktioniert mehr gar nicht, als dass es recht passend funktioniert. Also, keine Ahnung. Gefühlt war es, als ich offscreen gespielt hatte mit denen hier, dass die Einführung aus dem Länge leichter. Hä? Tja. Ich meine, ja, diese Fallen sind schon sehr nervig. Aber komm. Das ist doch jetzt nichts, was man nicht schaffen kann. Schön, dass das auch für die gilt. Bitte dreh dich, danke. So, jetzt ist nur noch die Frage, wie fährst du jetzt hier? Okay.
Nice. Nimm doch den Kreis. Nimm doch den Kreis. Springen und Kreis. Die ganze Zeit gedrückt. Okay, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen zu früh. Au. Der Kuku stirbt mich ja echt noch weg. Brauche so langsam ein bisschen Lebensenergie. Sonst haben wir auf lange Sicht echt ein Riesenproblem. Ach komm. Ist der jetzt im Boden drin gewesen? Boah, wie knapp. Sehr schön. Gute Arbeit, Kuru. Die Türen sind vollkommen unversehrt. Dafür hat das Dach ein riesiges Loch. Weil die ganze Zeit in die Tür. Kein Schaden in der Tür? Sly, jetzt du. Du musst echt rasen, um den LKW einzuholen. Kannst aber leicht über das Dach reinspringen. Klingt gut. Was ich jetzt nicht gut finde, ist das da. Alter. Oh, wo ist der da hinten? Oh, der Gleiter. Hier habe ich den offscreen vermisst. Jetzt vermisse ich gerade so ein bisschen meine Verwandlung. Ach komm. Oh, du hast da was in der Tasche. Ja, da hat Cash in der Tasche. Mit einer goldenen Medaille für fast 100 wert. Komm, was will der denn jetzt von mir? Wo kommt der jetzt her? Oh wow, ja. Autsch. Okay, das sind ganz üble Sprengfallen. Cool. So, brich den Safe auf und schnapp dir das Ding. Keine Hetze, aber der Fahrer weiß jetzt wohl, wo er hin muss. Hier bleibt nicht viel Zeit. Ja, das kriegen wir alles schon hin. GG. Gut gemacht. Island wird Belgien beschuldigen und im Kampf morgen werden sie übereinander herfallen. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Okay, Team. Wir sind bereit für das Asse-Halbfinale. Sobald Sly den Hangar erreicht, machen wir das Flugzeug fertig und treten den Wettkampf an. Okay, es geht also dann ins Halbfinale, alles klar. Wieso fangen wir eigentlich so einfach random mit Halbfinale an, bitteschön? Auch irgendwie ein bisschen komisch, oder? So, da die Episode so langsam aber sicher dem Ende entgegengeht, würde ich sagen, mache ich diese Mission in der nächsten Episode. Dadurch, dass wir bei der letzten Episode schon übelst in die Verlängerung gegangen sind. Ist das ja nur fair, wenn diese Episode jetzt ein klein bisschen kürzer tritt? Wo ist die Mission? Da drüben irgendwo. Genau, dann werden wir noch ein bisschen Geld farmen. Geld ist ja auch irgendwie ein bisschen wichtig. Auch in künftigen Ereignissen wird das wahrscheinlich auch mal wichtig werden für neue Fertigkeiten. Ich weiß ja nicht, ob die anderen Charaktere, die wir jetzt so freischalten, auch noch so passive oder irgendwie sowas freigeschaltet bekommen. Tja, keine Ahnung. Aber ich könnte es mir vorstellen. Deswegen, es könnte eine Summe, könnte das nochmal richtig teuer werden. Im Übrigen könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren mal wissen lassen, auch wenn das jetzt ein bisschen dumm ist, das hier zum Ende dieser Episode zu sagen. Was haltet ihr für einen meiner anderen Kanäle?
dass ich sowas wie den ultimativen Spielstand erspiele und darüber eine kleine Dokumentation mache. Ich spiele das hundertprozentige Spiel. Also ich spiele ein Spiel zu 100%, auch die unsichtbaren 100%. Weil, weiß ich nicht, ich habe einfach Lust und die Idee kommt tatsächlich von einem anderen YouTuber. Und ja, ich spiele so ein bisschen mit den Gedanken, sowas Ähnliches zu machen. Aber quasi ein Most Perfect Safe State, keine Ahnung, Ratchet & Clank zum Beispiel. Und dadurch, dass ja meine kompletten Speicherstände eh weg sind, müsste ich die sowieso komplett neu erspielen. Also von daher bietet sich diese Panne so ein bisschen an. Keine Ahnung. Das wäre denn sowas wie eine Art Review? Nur halt ein bisschen ausführlicher, ein bisschen verrückter auf jeden Fall. Wo man sich dann manchmal fragt, habe ich ja noch alle Latten am Zaun? Boah, das hier ist echt übel. Weil ich möchte jetzt auch nicht in die Mission reinjumpen. Aber der hat genau die gleiche Linie wie der da, oder was? Hör auf! Was haben wir hier? Eine goldene Taschenuhr für 107. Oh, eine hübsche Menge Kohle. Ich meine, könnt ihr mir mal so einfach mal schreiben. Ich weiß, es ist, wie gesagt, ein bisschen blöd, das zum Ende dieser Episode zu erwähnen. Aber besser spät als nie. Ah, der hat noch nicht mal irgendwas. Oh, aber du dahin. Ja, ich denke mal, das hier wird dann auch erstmal der letzte sein. Ihr könnt es mir ja mal einfach wissen lassen und dann schauen wir mal weiter. Okay. Wir haben fast 4000 Geld. Das ist echt beachtlich. Und dann starten wir dann einfach mal in die nächste Episode rein. Hatte ich hier irgendwie einen sicheren Platz? Ha, lecker, lecker, lecker Geld. Warte, ich hier gleich einen sicheren Platz habe. Da ist er auf unserem Dach? Echt? Okay, so, jetzt würde ich aber ganz gerne den Part beenden. Also sonst machen wir hier aus Versehen Überlängen, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Okay, ich danke wieder fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!